Uns ist aufgefallen, dass es gibt zu wenig Platz innerhalb der Universität, um Projekte selbst umzusetzen. Unser Problem war vor allem, dass viele motivierte Studierende irgendwie keine Zeit haben, ihre Projekte wirklich umzusetzen, die sie haben, um ihre Ideen zu vervollständigen und wirklich auszuarbeiten. Und deswegen wollten wir eine Plattform entwickeln, wo wir dieses Problem lösen können und zum Beispiel die Projekte auch mit ins Studium integrieren können. Wir haben beim Hackathon vor allem einen Workshop mehr über Design Thinking gehabt, als wirklich übers Coden. Und das hat uns aber auch viel gebracht, weil wir viel gelernt haben, viele Methoden kennengelernt haben, wie man welche Ideen auswählt, welche Ideen es überhaupt gibt. Zum Beispiel, dass man die Idee aus verschiedenen Perspektiven betrachten sollte. Uns ist aufgefallen, dass es gibt zu wenig Platz innerhalb der Universität, um Projekte selbst umzusetzen. Unsere Lösung ist, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, innerhalb der Universität für Credit Points Projekte umzusetzen. Wir wissen, dass das möglich ist. Bei uns in der Team passiert das zum Beispiel. Aber das kostet zu viel Zeit, zu viel Energie. Und wir bauen jetzt eine Plattform, in der Professoren und Projekte zusammenkommen und studieren sehr schnell die Ideen, die sie jetzt haben für ein Projekt, vielleicht auch hier von Hacker Campus, in deren Uni umsetzen können.